Nachts, wenn die anderen Lokomotiven in ihrem Depot schlummern, kann man den entfernten Pfiff einer Lokomotive hören und das Rattern sich drehender Zugräder. Das ist der Klang des Postzuges. Ein Zug wird von Thomas gezogen und der andere von Percy, denn die Ladung ist zu schwer für eine Lokomotive. Die Post wird im Hafen auf die Güterwagen verladen und die Lokomotiven ziehen ihre Wagen durch die stillen Bahnhöfe und verteilen ihre wertvolle Fracht. In einer klaren Nacht erhält der Mond ihre Fahrt, aber oft sehen Thomas und Percy nicht einmal die Sterne. Aber bei jedem Wetter leuchten Lampen entlang der Strecke. Eines Nachts wartete Percy am Knotenpunkt. Der Zug auf der Hauptstrecke hatte Verspätung. Endlich kam Henry. Entschuldige, dampfte er. Das Postboot vom Festland hatte Verspätung. Komm, Percy, sagte sein Lokomotivführer. Wir holen die verlorene Zeit auf. Percy dampfte so schnell er konnte, aber als er mit seiner Arbeit fertig war, ging bereits die Sonne auf. Macht nichts, dachte Percy. Es ist schön, wenn man bei Tagesanbruch ganz alleine unterwegs ist. Percy war nicht lange allein. So ein Mist, sagte Percy. Das ist Harold, dieser blöde Kerl. Guten Morgen, wirbelte Harold. Ich sag doch immer, dass Züge was Altmodisches haben. Aber du bist mit deiner Post so langsam, dass du allen die Briefmarken zurückgeben müsstest. Postschnecke. Percy war zu müde, um das aufzuklären. Spatzenhirn, motzte er vor sich hin. Guten Morgen, Percy, rief Duck. Du bist früh auf. Nein, du irrst dich, seufzte Percy. Ich komme heim, müde und verspätet. Er rollte ins Depot und war schon eingeschlafen, bevor er die Puffer des Prellbox berührt hatte. Sein Lokomotivführer wollte an diesem Abend früh losfahren. Thomas wartete am Bahnhof. Gott sei Dank, dass ich noch mit dir sprechen kann. Mein Lokomotivführer sagt, dass sich die Post beim dicken Kontrolleur wegen der Verspätung gestern Nacht beschwert hat. Das war aber nicht meine Schuld, antwortete Percy. Ich weiß, sagte Thomas, und der dicke Kontrolleur auch, aber die von der Post wollten es nicht glauben. Heute Nacht müssen wir einfach schneller sein. Die Lokomotiven fuhren gerade aus dem Bahnhof, als sie ein vertrautes Summen hörten. Ich sag euch beiden, jetzt wird alles anders. Wo? Dampfte Percy. Überall. Sie verschrotten den Postzug und setzen mich dafür ein. Flüge sind überlegen, wisst ihr. Immer. Quatsch. Fauchte Thomas. In dieser Nacht lief alles wie am Schnürchen. Thomas und Percy dampften durch die Bahnhöfe und waren überall, wo sie hinkamen, pünktlich. In einem Bahnhof fiel Thomas ein Mann auf, der froh und sorgenvoll aussah. Er hatte seinen Zug verpasst. Wir können Sie mitnehmen, sagte Thomas Lokomotivführer, aber das wird nicht besonders bequem für Sie sein. Danke, sagte der Mann, jedenfalls besser als hier herumsitzen. Am nächsten Nachmittag fuhr Percy am Flughafen vorbei und sah Harold. Hallo, Faulpelz, bist du heute zu müde zum Fliegen? Der Wind ist zu stark. Ich habe Flugverbot, murrte Harold. Du brauchst Gleise, lachte Percy. Die sind überlegen, immer, weißt du? In dieser Nacht zeigte der dicke Kontrolleur den beiden einen Brief. Er war von dem Mann, der seinen Zug verpasst hatte. Ihr hält euch beide für fabelhaft, sagte der dicke Kontrolleur. Und alle finden, dass der Postzug der Stolz der ganzen Eisenbahnlinie ist.